Der Torwart ist eigentlich nur Liquidität, Sicherheit, Flexibilität. Ich habe vorhin schon gehört von der Dame, die am Anfang gesprochen hat, ich habe den Kontenplan schon gemacht. Habt ihr alle euren Kontenplan drinne? Ich frage mal andersrum. Hat irgendeiner seinen Kontenplan noch nicht erstellt? Sehe ich, glaube ich, gar keinen. Seht ihr einen? Ist das eine geile Community, oder? Gebt euch mal selbst einen Applaus, wie geil ihr mit diesem Weg wirklich geht, dass ich in die Runde frage, wir sind hier ein paar hundert Leute und alle haben so ein Ding fertig. Bodo, du bist stolz auf uns, hoffe ich zumindest. Das finde ich grandios. Also, den Kontenplan wirklich leben, ist die Grundlage von allem. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste Bereich ist der finanzielle Schutz. Das heißt, 6 Monate Rücklagen bilden. Macht das! Das macht was mit euch. Die 6 Monate Rücklagen, die treffen für euch nachher wirklich das Herz, wenn ihr Entscheidungen treffen müsst. Ihr habt die Möglichkeit, damit anders zu agieren. Wenn ihr einen Job habt und der Chef sagt zu euch, du musst jetzt morgen das und das tun. Und du merkst immer so, oh nee, ey, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Du bist aber abhängig davon, dass du nächsten Monat das Gehalt wieder aufs Konto kriegst. Dann wirst du es tun. Weil du es musst. Wenn du aber sagst, ich habe meine nächsten 6 Monate das Geld liegen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich einen neuen Job kriege, dann kannst du frei entscheiden. 6 Monate Rücklagen, einige sagen 3, einige sagen 12, ist immer so ein bisschen privat und persönlich. 6 Monate ist so der Durchschnitt, sollte auf jeden Fall liegen sein, um frei entscheiden zu können. Jeder, der das noch nicht aufgeschrieben hat, schreibt es auf. Ich hoffe, ihr habt es alle. Entschuldigung, Froschemals. Okay. Das zweite ist diese emotionale Sicherheit. Wir haben vorhin von Angst und Gier gesprochen. Angst und Gier ist unheimlich gefährlich, gerade wenn du keine finanzielle Rücklage hast. Ich verspreche euch, wenn etwas Schlimmes passiert und ihr habt keine finanzielle Rücklage, dann hast du ein großes Problem. Ein echtes großes Problem. Was Persönliches von mir, ich glaube, die meisten, die mich kennen, die wissen, dass meine Tochter damals taub zur Welt gekommen ist. Das heißt, taub, wenn man taub ist, ist man taub. Entschuldigung, Kira. Dass sie taub zur Welt gekommen ist und wir standen vor der Entscheidung, ob wir sogenannte Cochlea-Implantate nutzen können. Da geht es darum, dass du 80.000 Euro, also 40.000 pro Ohr, investieren musst. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen das in vielen Bereichen. Meine private Krankenkasse hat tatsächlich gesagt, Herr Haas, man kann heutzutage auch durch Gebärdensprache mit anderen Schulen und so weiter, kann man auch ein glückliches Leben führen. Das heißt auf Deutsch, ich habe es diskutieren müssen, ob meine Tochter diese OP bezahlt bekommt. Schätzt mal, in dem Gespräch mit dem Arzt, wie lange hat meine Entscheidung gedauert, ob meine Tochter operiert wird oder nicht? 10 Sekunden maximal. Es war mir egal, ob meine Krankenkasse das bezahlt oder nicht. Nein, egal nicht. Ich habe auch gerne Geld bei mir anstatt bei der Krankenkasse. Aber es war mir egal, wie die Entscheidung der Krankenkasse fällt. Es ist selbstverständlich gewesen, dass ich das sofort mache, weil ich das Geld liegen hatte und sagen konnte, ich konnte mich frei entscheiden. Ich möchte mit niemandem tauschen, der in so einer Situation für die Familie sitzt und das nicht frei entscheiden kann und seine Tochter anschauen muss und sagen muss, tut mir leid, mein Schatz, es funktioniert nicht. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Das ist ein emotionales Thema. Aber diese Entscheidungsfreiheit, das macht was mit euch. Und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr diese Entscheidungsfreiheit treffen könnt. Und deswegen ist auch der Torwart wichtig. Sie ist operiert, sie ist wundervoll. Man kriegt es heute nicht mit. Sie geht auf die Regelschule. Meine Tochter ist gerade angenommen worden. Ein Applaus für meine Tochter. Sie ist angenommen worden auf dem Gymnasium. Auf dem Gymnasium. Das war übrigens Anfang der Woche und das Zertifikat hängt gerade oben. Ich finde das total grandios. Ich war nämlich nicht auf dem Gymnasium, so jetzt verrate ich ganz viel von mir. Das ist ein emotionales Thema. Finde ich aber einfach toll, dass man das so schaffen kann. Und da ist einfach Finanzen eine Grundlage von ein toller Baustein, den man braucht. Wir gehen aber mal weiter. Aus dieser emotionalen Sicherheit heraus, ihr habt das, glaube ich, gemerkt, ist, wie wichtig das ist, die Angst und Gier in den Griff zu bekommen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, den wir auch da drin haben. Die Krisen, die werden auf einmal zu Chancen. Die Krisen werden zu Chancen und zwar in dem Moment, wenn du sie zu Chancen werden lassen kannst. Der Christian hat das gerade wundervoll zusammengefasst. Wenn ich das Geld liegen habe, dann kann ich nachkaufen. Dann stören mich fallende Kurse nicht, solange ich sage, das ist aber ein guter Wert. Ich glaube daran, dass der wieder hochgeht.
Ich kann Immobilien kaufen in Krisenzeiten, wenn ich das Geld habe. Wenn ich finanzierbar bin. Wenn ich einer Bank sagen kann, du weißt was, ob du mich jetzt finanzierst oder nicht, ist mir das eigentlich relativ egal, dann mache ich selber. Aber es ist ganz schön, wenn ich den Hebel nutzen kann. Dann wird die Bank dir auch relativ schnell Geld geben. Auch ein persönliches Beispiel. Eine Kundin von mir hat gerade ein wundervolles Traumhaus gefunden, wollte ganz gerne das Traumhaus, also das Musterhaus, erwerben und hat dann in dem Moment geguckt, wie machen wir das? Und die Finanzierung hat tatsächlich gesagt, naja, du hast eine eigene Wohnung, Eigentumswohnung, aber die Eigentumswohnung, die bewerten wir nicht so hoch, wie du sie eigentlich jetzt eingewertet hast. Das ist ein Jahr her, anderthalb Jahre her. Das war diese Spitze von den Immobilienwerten, wo man wirklich sagt, das ist schon, die Immobilie ist, kannst du gut verkaufen. Aber die Banken waren so 2 Jahre zurück und haben gesagt, ja, es ist schön, dass du jetzt sagst, die Wohnung ist 300.000 Euro wert. Also laut unseren Unterlagen ist sie aber nur 200 wert. Wir geben dir auch nicht mehr Geld. Und sie hat in dem Moment sich entscheiden müssen für dieses Traumhaus, was sie gerne haben wollte. Und hat gesagt, ich brauche aber jetzt mein Haus. Habt ihr schon mal eine Immobilie innerhalb von einer Woche verkauft? Das ist schwer, ne? Daniela, das ist wirklich, 3 Wochen? 3 Wochen ist gut. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Aber ihr sind uns einig, eine Immobilie ist jetzt nicht so ein fungibles Ding, wo du sagst, ich gehe morgen mal an den Markt und übermorgen ist es weg. Deswegen hatte sie wirklich die ernste Situation, dass sie gesagt, du, ich habe da jetzt eine wundervolle Wohnung. Ich weiß auch, dass der Kaufpreis sehr überzogen ist, weil die Preise extremst gestiegen sind. Aber ich krieg's halt in dem Moment natürlich nie so schnell verkauft und sie musste innerhalb von der Woche drüben eine Entscheidung treffen, um das andere Objekt zu kriegen. Das hat sie mir im Beratungsgespräch, das war auch ein emotionales Thema, weil sie gesagt hat, Matthias, ich will das haben. Sie hat gerade ein Kind bekommen, das heißt, sie musste aus der kleineren Wohnung ausziehen. Und das war wirklich ein emotionales Thema, weil sie dort das gefunden hat, was alles passt. Was haben wir gemacht? Ich habe auf mein Konto geguckt. Du sagst, du Sandra, ich finde deine Wohnung toll. Wir müssen jetzt nur noch ganz kurz mal schauen, über welchen Preis wir uns denn jetzt wirklich unterhalten, weil ich war natürlich nicht bereit, die Spitze zu bezahlen, die ihr auch gar nicht so viel wert war, um das ganz klar zu sagen. Sie wollte ihren Traum erfüllen. Wir haben uns beide dann auf einen Preis geeinigt, der fair ist. Also ich glaube nicht, dass ich sie behumst habe, ich glaube nicht, dass sie mich behumst hat, glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir haben einen fairen, vernünftigen Preis gefunden. Und ich habe innerhalb von einer Woche gesagt, hier, nehme ich, kaufe ich, wir haben den Kaufvertrag gemacht. Und ich habe es nachher tatsächlich im Nachgang nochmal, auch um den Hebel wieder zu nutzen, nachfinanziert. Aber es interessierte für die Entscheidung gerade nicht. Das heißt, ich habe eine Immobilie gekauft, die wahrscheinlich, wenn du jetzt 2 Monate Zeit hättest am Markt, ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 50.000 Euro mehr gebracht hätte. Es war ihr aber egal, weil sie dadurch das andere Objekt kaufen konnte, was sonst weg gewesen wäre. Und dadurch war es fair. Ist das jedem klar geworden, was ich meine mit, habt immer liquide Reserven. Wir sprechen jetzt schon von den nächsten Jahren, was vor euch liegt. Ich will aber, dass ihr wirklich versteht, was ist das Ziel dahinter, nicht immer und 100% investiert zu sein, sondern wirklich immer die Krisen auch auszuhalten. Allen klar?